Hallo, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Zauberstunde. Ja, ich bin schon mal in dem Raum der Wünsche und Diek hat mir eben schon den Schnappsack gezeigt. Ich bin da unwissend natürlich in den Raum der Wünsche rein, weil ich mir da was aufbauen, weil ich da was hinstellen soll oder bauen soll, um eine Pflanze selber anzupflanzen und die zu ernten für einen Zauber, als hier als Nebenaufgabe das hier. Ich habe unwissentlich natürlich jetzt das hier in Gang gesetzt. Daraufhin hat jetzt Diek, der mit mir geredet. Also es kam eine Cutscene, da kam Diek. Er hat mir dann den Schnappsack, das ist eine Tasche, die macht er auf und damit kann man Tierwesen fangen. Ist denn wohl sowas ähnliches wie in den fantastischen Tierwesen, wo er ja auch mit seiner Tasche rumläuft. Scheint dann wohl sowas ähnliches zu sein. Auf jeden Fall kann ich das, was ich bauen soll, kann ich noch nicht bauen, weil ich dafür noch nicht die, ja, ich sag mal, die Blaupause habe, um das zu bauen. Also ich muss mir erst in Hogsmeade muss ich zu Wälzer hin. Da kann ich mir so ein Pergament holen. Da soll das angeblich, ja, da soll ich angeblich denn da was beschwören können und dann kann ich das angeblich bauen. Ja, jetzt folge ich erstmal der Hauptmission. Vielleicht kann ich da ja noch mal irgendwie denn was abgreifen. Mal gucken an. Gucken, wo er mich jetzt hinführt. Also er wartet jetzt auf mich. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte jetzt noch mal eben schnell den Tisch bauen, die Pflanze anpflanzen und macht dann die Neben, also macht dann die Hauptaufgabe. Nein, ich kann es nicht hinstellen, weil ich den großen Topf nicht bauen kann. Oh, ist das geil. Ja, somit machen wir jetzt erstmal die Hauptaufgabe. Ihr habt also nichts verpasst. Es war nur eine Cutscene. Er hat mir den Schnappsack gezeigt, also die Tasche, die er dabei hat. Und ja, jetzt geht's so gesehen los. So. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Die liebt Ausflüge. Schauen wir mal. Cutscene über Cutscene. Das war eine dunkle Zeit in Diecks Leben. Diek diente dem grausamsten Zauberer, den er je kannte. Ein schlimmer Wilderer. Diek hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Diek zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Ach, Knuddelmuffs. Ha. Cool. Wir sind da. Diek liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Okay. Rette ein Knuddelmuff. Ja und. Hä? Ja, das sieht ja jetzt auch geil aus mit ihrem Mantel da. Da haben wir ein leichter Bug. Na, sind wir kleben geblieben? Oh. Cool. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und nun, Diek weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Diek ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Diek empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön, wo finde ich einen? Diek weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Diek hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Diek wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind.
Ja, cool. Ja, wie man hier sehen kann, unten in der Ecke ist so eine Tierpfote oder so eine Pranke oder was auch immer. Das heißt, dass da die Tierwesen sind. Also, wenn man denn diese Tasche hat, kann man die fangen. Dann kann man die irgendwie zu seinem Gebiet bringen oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Und dann kann man die da wohl auch irgendwie denn züchten. Ja. Guck mal. Immer schön zu erfahren, Ich tu dir ja nichts. wie viel Tierchen ich hier jetzt fangen kann. Irgendwas Pinkes. Hä? Was ist das? Und das ist jetzt schon wieder. Ja. Was ist das? Was ist das? Wie weit ist denn das weg? Ach, da muss ich. Ach, das ist dieses mit den Pergamentrollen. Ja, cool. Dann bin ich ja schon gleich da. Das ist doch schick. Dann kann ich ja mal gucken, ob ich da so ein Pergament kaufen kann, dass ich einen großen Pflanzentopf da im Raum der Wünsche bauen kann. Das wäre ja nicht verkehrt. Ach Katze, nee, keine Zeit hier jetzt zum Streicheln. Ja, was ist denn los mit dir? Ja, toll. Och nö. Jetzt muss ich tatsächlich wieder rumrennen. Shit. Verdammt. That's not good, dude. Toll, da muss ich noch rein. Super. Immer schön, ein bekanntes Messer. Gesicht zu sehen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So. Nein. Schneidestation 1500, Alter. Was brauche ich denn? Das da unten wahrscheinlich. Nee. Tränkestation? Nee. Tränkestation? Nein. Zauberanweisung für. Nee. Zauberanweisung: Pflanzentisch mit zwei großen Töpfen. Jo, ich brauche aber nur einen. Zauberanweisung, oh Mann. Zauberanweisung, Zauberanweisung, Zauberanweisung. Pflanztisch mit zwei großen Töpfen. 3000. Ja, und da geht es nämlich jetzt schon los. Die Kohle habe ich nicht. Ha. Obwohl, ich könnte eigentlich auch Lassen Sie mich wissen, wenn in dem ich Ihnen anderweitig Pflanzenunterricht da helfen was kann. bauen. Das kostet aber ganz schön viel Kohle hier. Wahnsinn. Na ja, gut, dann gehen wir wieder raus. Dann machen wir die Hauptmission weiter. Das nützt nichts. Da muss ich ja dann nochmal sehen, dass ich dann mir dann nochmal Kohle erspiele. Das nützt ja vorne und hinten nichts. Ja Mensch, ich habe das, wer könnte ich noch stemmen irgendwie mit meinen 1000 Talers da, aber ja, das war ja wohl voll was für die Bose. Das war ja mal schon mal gar nichts. Naja. Ich bin hier, Papst. Hallo, Dick. Machen wir weiter? Ja, gut. Dick hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum.
Deke hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Dann rette ich mal ein Jabbernoll. Viel Glück. Deke wird hier warten. Okay. Ja, nee, so nicht. Was hat er gesagt? Nee, das brauche ich. Shit. Levioso hat er gesagt, ne? Was hat er jetzt gesagt? Levioso? Boah. Ja, Levioso. Okay. Ja, den habe ich ja. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Cool. Was glaubt Professor Howen? Ich habe einen Fockel gefangen. Mal sehen, schaffe ich noch einen zu fangen? Da läuft ja noch einer rum. Boah. Ich hab voll den Grünen gefangen, ey, wo gar nicht gesehen. Leviose. So. Ich pass auf dich cool. auf. Cool, Jobknaller. 3 Stück. Cool. Boah, das gibt sogar Erfahrungspunkte. Cool. Ich habe einen Jobbernoll. Deke hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Deke weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Deke trifft sie dort. Oh, wir schießen, ne? Scharf rechts, scharf links, und ab die Maus. Oh, Mensch. Hallo, Deke. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Deke wartet auf ihre Rückkehr. So, erstmal hier den Safe Point. Ja, ich denke mal, man kann da dann auch wieder warten. Cool. So, man musste hier die Karte aufrufen. Und dann R3. Ja. Ach, das sind die Mondkälber. Aha.
Probier es so. Jetzt ist alles gut. Sind so geil. Das ist ja lustig. Jetzt kann ich Tierwesen fangen. Ist das cool. Ja, aber ich will wenigstens von 1, 2 oder 3 Stück haben, damit ich dann immer welche zusammen habe. Dir ja nichts. So, jetzt habe ich da 2 Stück von. Na, kommen die noch mal wieder? Nö. Okay. Aber ich habe ja wenigstens 2. Das ist ja schon mal viel wert. Ach, da ist schon, da sind sie schon. Na komm, 2 habe ich ja. Es war schwieriger zu fangen als die anderen, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen. Du hast 2 Mondkälber. Und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Diek schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen Sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Diek wird Sie im Raum antreffen, wann immer Sie bereit sind. Hier ist das Quidditch-Feld. Schön, schön. So. Oh, Vieh. Oh, verkehrt gelaufen. Verdammt nochmal. Gottchen. Oh, Leute. Was ist hier dabei? Kommen die da aus der Mauer geflitzt? Muss ich erstmal hier wieder kreuz und quer laufen, bevor ich überhaupt da mal irgendwo hier in irgendwo in der Nähe bin. Open the door, please. Thank you. Ja. Oh, ablenken. Ja, da muss ich durch. Das ist sehr schön. Das ist, ja. So, jetzt hier hoch. Da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt laufen soll mit den Tierwesen da oben in dem Raum der Wünsche. Ich kann draußen irgendwas aufbauen, dass ich da mal was gehört hätte oder gelesen hätte. Oh, Alter, das war zu schnell. Das ist jetzt so geil, wenn der Raum auftaucht. Cool. Und reingehen bitte. Dankeschön. Gut, mit Levioso kann man die also alle verlangsamen. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum.
An was genau hatten Sie gedacht? Oh. 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 Sie haben es geschafft. Aber was ist es? Das weiß Dick nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Geil. Das Spiel überrascht mich immer mehr, ey. Oh, geil. Jetzt bin ich... Nee. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Deke? Es sieht aus wie eine Heimat für Ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Das ist ja cool. Ich hab's sowas noch nicht gesehen. Ist das geil. Was sagst du dazu, Jokerchen? Ist das geil oder geil? Heftig. Okay, R1. Okay. Ich glaube, das Gehege wird ein schönes neues Heim für Ihre Tierwesen. Ganz bestimmt. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Deke auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft Ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für Sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja. Sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn Sie magische Materialien von Ihren Tierwesen sammeln, zeigt Deek Ihnen, wie Sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Ja, ich würde sagen, dann bürste ich euch jetzt mal. Boah, ey, ist das geil, ey. Deek findet, dass sie gute Arbeit leisten. Ja, geil, ey. Ist das cool? In 24 Minuten kann ich die ersten Haare ernten. Ist das cool? Wo ist der andere? Da. Ist das Knorke, ey. Boah, das kann ich sofort einsammeln, wa? Wahnsinn. Okay, nochmal in 24 Minuten. Ah, dann habe ich also schon beides eingesammelt. Wo ist denn unser Vogel jetzt? Ach, der flattert da hinten rum. Ach, du Heiliger. Er erkundet erstmal alles.
cool. Und die kann ich alle in 25 Minuten denn nochmal ernten? Das ist ja geil. Heftig, ey. Und ich habe gedacht, Natur, was hat sich da denn jetzt hingezogen? Nur so ein kleines Ding, Alter. Und dann wird das voll das riesen Mammutteil, ey. Und er flattert hier rum, ey. Oder verkaufe ich die? Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. Ja, komm, ich kann ja von jedem. Ja, cool, ich habe ein Männchen. Oh, cool. Cool, ich müsste denn da noch mal. Der Fohl, das ist der. Kann man nämlich jetzt sehen, hier oben, die wahrscheinlich das Geschlecht. Und hier das auch. Dann habe ich nur von dem anderen keinen. Ha. Oh, shit. Oh, das war verkehrt. Ups. So sollte das jetzt nicht laufen. Oh, Alter. Ach, den habe ich schon. Den auch. Komm her, du kleiner Piepmatz. Alter, da hab ich dich vorweggeschossen, ey. Und jetzt wirst du erstmal gebürstet. Oh shit. Die sehen ja echt knuffig aus, ey. Ja, cool. Ja, okay, dann.
haben wir jetzt auf jeden Fall von den beiden Männchen und Weibchen, dann fehlen nur von den anderen beiden. Okay. So. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deke. Deke kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deke glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Geil. Alter, voll cool, ey. Das muss ich erstmal meinem Bro senden. Wo ist denn mein Broby? Mein Homie. Hier, Homie, hast ein Bild. Kick dir das an, du. Ist das denn nicht feierlich? Ja, gleich kommt die Frage, was ist das? Was hast du denn gemacht? So. Achso. Ja, wir sollten da jetzt was basteln. Ja. Ich soll jetzt einen Webstuhl basteln. Okay, dann machen wir das. Webstuhl, Webstuhl, Webstuhl. Was ist denn? Ah, da kann ich das machen. Nutzen. Ein Webstuhl. Cool. Ding muss blau sein. Das gefällt mir. Beschwören. So. Cool. Ja, hier könnt ihr das sehen. Ich brauche das hier. Also wenn ich den Zauber haben will, den neuen, muss ich, glaube ich, das hier haben. Zu kaufen bei Wälzer und Schriftrollen, habt ihr ja gesehen, kostet mich über 3000. Ja, supi. Cool. Oha, ich habe eine Trophäe gekriegt. Oh, Wahnsinn. Boah. Feder eines Fupos. Oh Gott. Cool. Ja, guti. Füge einem Kleidungsstück eine Eigenschaft hinzu. Höhlerschaden mit Incendio.
Ah, okay, da geht nur das, okay. Ja, mach mal eine Handschuhe rein. So. So. Gemacht. Gut. Jo, schön. Wie sagen die jetzt, dass das wir sollte das ich die haben? Zeigen? Wo ist er denn? Hä? Da. Diek, ich habe den Webstuhl benutzt. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Diek ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Danke für deine Hilfe, Diek. Cool. Diek, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Dunkle, mysteriöse Räume finde ich am besten. Oh ja. Yeah. Nee, machen wir mal das. Warm und gemütlich soll der Raum sein, als würde ich in einem Krug voll Butterbier schwimmen. Hervorragend. Die hat das aber auch voll unter Kontrolle hier, du. Ja, Wahnsinn. Jetzt können wir Tierwesen fangen, können die hierher bringen. Die haben ein schönes Zuhause. Wie geil ist das denn, ey? Kneorke, ey. So. Aufträge. Oh, wieder zwei neue. Ja, den habe ich ja schon. Sprich mit Sebastian. Ach, cool. Arrestum Momentum, ja. Dies kann ich mir holen. Das kann ich noch nicht. Da muss ich erstmal. Ja, da muss ich was pflanzen. Ich glaube, das kann ich. Gewächshaus machen. Was haben wir hier denn? Zauberkunst. Verteidigung. Professor Fix Unterrichtsraum. Ne, da ist das nicht. Ach, wird da ja alles angezeigt. Ach, ist das. Braucht man nur eine Seite gucken, cool. Oh ja. Gewächshäuser. Jo, da ist bin ich ja schon richtig. Glaube ich, gucken wir hier noch mal. Da muss ich hin. Ah, dann kann ich da einfach so hinspringen. Cool, Knorke. Das ist ja schön. Wow, boy. So. Wie viel Zeit haben wir denn schon wieder rum hier? 39. Ja, das ist ja noch akzeptabel. Komm her. Dann kicken wir mal, ob wir das hier jetzt mal gepflanzt kriegen hier. So ein Schmopfi. Ne, ich bin verkehrt. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Oh ey, das kann nicht angehen. Muss ich hier hin? Boah.
Ja, toll. So schlechter. Es war klar. Das war so klar. Das war so klar, ey. Ah. Ach toll, das kann ich gar nicht. Ich kann hier nur die Pflanzen ernten. Ach, ist das blöd. Kann ich hier nicht noch irgendwie einen Zauberstab oder einen Topf nehmen? Boah, ey. Ey, nee, ne? Ich muss jetzt echt mir was Eigenes bauen und das anpflanzen. Ja, Knorke, ey. Professor, ich habe mich gefragt, woher Sie kommen. Ach, wie nett, dass Sie fragen. Also mal sehen, ich wuchs in London auf, direkt an der Themse. Wie schön. All die Sehenswürdigkeiten und der Trubel der Stadt. Für manche, ja. Ich habe immer davon geträumt, auf dem Land zu leben. Erst in Hogwarts fühlte ich mich wirklich zu Hause. Allerdings hat es einige Zeit gedauert. Und obwohl ich inständig hoffe, dass sich hier jeder Schüler am Ende so zu Hause fühlt wie ich, ist das nicht immer der Fall. Ich schätze, das ergibt Sinn. Jeder von uns blüht anders, nicht wahr? Einige gedeihen im Schatten wie die Teufelsschlinge, während andere sich nach der Aufmerksamkeit von springenden Knollen sehnen. Und jeder von uns wächst und gedeiht auf seine eigene Weise. Ich war furchtbar nervös, als ich im Schloss ankam. Wissen Sie, als Kind wusste ich nämlich nichts über Hexen und Zauberer. Sie können sich sicher denken, wie erstaunt ich war, als ich meinen Brief aus Hogwarts erhielt. In meinen ersten Tagen hier verbrachte ich viel Zeit allein, im Gewächshaus oder in der Bibliothek. Ja, es dauert eine Weile, bis man sich hier eingewöhnt hat. Ganz genau. Und ich hatte unglaublich viel Glück. Tatsächlich nahm ich eine Siebtklässlerin in den ersten Tagen unter ihre Fittiche. Komm, hat man abends, wenn das Licht, wenn es dunkel ist, draußen am Fenster auf, schon kommen die Viecher rein. Allerdings, oh Mann, ey. Die Freundschaften, die Sie hier in Hogwarts schließen, werden sicher ein Leben lang halten. Aber jetzt kümmere ich mich am besten um eine Lieferung der magischen Rübe. Mr. Teasdale hat mir eine ganze Auswahl an Samen versprochen. Schön, Sie zu sehen. So, mit dem Wissen lasse ich euch ja jetzt mal alleine. Und ja, dann würde ich sagen, ja, mache ich hier jetzt erstmal einen Cut, weil jetzt brauche ich erstmal Kohle für dieses doofe Gras, um den doofen Zauber zu kriegen. Und dann gucken wir mal weiter. Alles klar, dann war es das jetzt erstmal von meiner Seite. Werde hier jetzt erstmal absafen. Jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wie ich jetzt denn die Kohle zusammenkriege. Weil die brauche ich. Da führt kein Pupsi-Fups-Weg dran vorbei. Und ja, mal gucken. Vielleicht finde ich ja noch irgendwie Mittel und Wege, dass ich da irgendwie die 3000 Orken zusammenkriege. Ja, gucken wir mal. Okay, dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein von meiner Seite. Und dann hören und sehen wir uns in einem neuen Video. Ciao, ciao.